Auch zu seinem zweiten Arbeitstag am Mittwoch dieser Woche kam der passionierte Radfahrer per Pedale zu seiner neuen Arbeitsstelle. Vor knapp 4 Wochen hat Dr. Rico Badensch hier die Stichwahl um den Oberbürgermeisterposten in Schwerin gewonnen. Am 1. November hatte der Arzt und SPD-Politiker seine Ernennungsurkunde entgegengenommen. Ausdrücklich hatte sich Dr. Rico Badensch hier für diese offizielle Zeremonie der Amtsübernahme für Öffentlichkeit und gegen Sekt entschieden. Dafür gab es Wasser und Saft. Schließlich leitete der Neue als seine erste Amtshandlung in neuer Funktion die Sitzung des Hauptausschusses der Stadtvertretung. Zu diesem Zeitpunkt hatte Dr. Badensch hier allerdings schon ein heftiges Auf und Ab hinter sich durch die verschiedenen Etagen und Abteilungen des Stadthauses am Bahnhof, wo er seit Wochenbeginn offiziell regiert, telefoniert, signiert. Seinen ersten Arbeitstag bewertete der neue OB durchaus positiv. Ja, natürlich war er anstrengend, so viel Neues, so viele neue Menschen hier kennengelernt. Ich habe genau, wie ich gesagt habe, die Runde durchs Haus gemacht, bin damit aber noch nicht fertig. Und jetzt liegt nach den ganzen Vorbesprechungen noch der erste Hauptausschuss vor mir. Und für dieses neue Amt gibt es jede Menge Aufgaben. Einige davon haben ihm Schwerinerinnen und Schweriner auf die Karten geschrieben, die der ehemalige OB-Kandidat während seines Wahlkampfes verteilt hatte. Also das sind die Themen, die so auf der Hand liegen, ne? Also natürlich das Thema Bürgersteige war immer ein Thema, das ich vorher gar nicht so auf dem Zettel hatte und das mir dann im Wahlkampf immer vor die Füße gelegt wurde, ne? Das Thema, ganz oft bin ich auf die Verwaltung angesprochen worden, wo ich aber sagen muss, ich muss mir jetzt erstmal hier einen Einblick verschaffen, wie sind die Strukturen, wie läuft das hier letztlich als Neuling, zu gucken, wo die Prozesse sind, die man verbessern kann. Das Thema Zebrastreifen war zum Beispiel auch immer ein Punkt, wo man sagt, da soll einer hin, da soll einer hin. Und da werde ich auch natürlich als erstes mal gucken, wo kann man an der Stelle auch bürgernah sein, ne? Und die Bedürfnisse der Menschen vor Formalismen stellen. Das sind so die Themen, die ich jetzt erstmal so im Hinterkopf habe, ne? Viel Gepäck also für den leidenschaftlichen Radfahrer und neuen Schweriner Oberbürgermeister Dr. Rico Badensch.